Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Banner Heaven Stu Radu. Die Brennerei Banner Heaven auf der schottischen Insel Islay produziert zwei verschiedene Stile, was Single Malt Whisky betrifft. Zum einen rauchig, zum anderen nicht rauchig. Das ist schon mal die Grunddifferenzierung. Darüber hinaus gibt es Whiskys aus der Brennerei mit Altersangabe und ohne Altersangabe. Und Geschäftspolitik ist so ein bisschen, dass sie den Whiskys ohne Altersangabe, also primär diesen gälische Beinamen verpassen. Und genau so einen möchte ich euch heute vorstellen. Ein Banner Heaven ohne Altersangabe, der den Beinamen Stu Radu trägt. Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Also im Regelfall weiß man nie als Deutscher, wie sich diese gälischen Namen aussprechen. Ich muss es auch googeln, aber man wird da Gott sei Dank fündig. Ich habe in der Vergangenheit immer diesen Whisky liebevoll Steuerrad genannt. Ja, das kam auf jeden Fall auch an, war auch ein bisschen lustig. Von daher blieb der Whisky bei vielen, denen ich diesen empfohlen habe, als Banner Heaven Steuerrad in Erinnerung. Wie gesagt, keine Altersangabe trägt er. Was man weiß, er reifte komplett in ehemaligen Sherryfässern. 46,3 Volumenprozente, nicht gefärbt. Nicht kühl gefiltert. Preislich liegt er bei etwa 35 Euro, was auf jeden Fall interessant ist für eine Sherryfass-Vollreifung, auch wenn er keine Altersangabe trägt. Der kam ungefähr vor, ich würde jetzt mal schätzen, 3 Jahren auf den Markt. Ich habe ihn damals, als er rauskam, auch probiert und empfand ihn als klasse für das kleine Geld. Habe ihn auch infolgedessen die letzten Jahre sehr, sehr oft empfohlen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass viele, denen ich diesen Whisky empfohlen habe, zuletzt auf mich zukamen und haben gesagt, du, so nice ist der gar nicht. Da habe ich mir gedacht, was? Warum? Ja, hast irgendwie was von Trockenaprikosen in den Raum geworfen, angenehme Gewürze, Vanille, schön leicht trockene Eiche. Denn so blieb er mir tatsächlich in Erinnerung. Davon haben wir hier nichts. Und das war für mich der Grund, mir nach 3 Jahren mal wieder ein Fläschchen zu holen und den jetzt mal im Video zu verkosten, um zu schauen, ob er denn tatsächlich nur noch in Anführungsstrichen ein Schatten der Abfüllung ist. Bei Release, weil ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich die Whiskys der Brennerei mag, vor allem bei den Whiskys ohne Altersangabe, habe ich in der Vergangenheit festgestellt, da kommt ein neuer auf den Markt, der ist mega gut und der wird über die Jahre hinweg immer schlechter. Paradebeispiel meiner Meinung nach ist der sogenannte Erin Nagreinu, Eirik Nagreine, schreibt er sich. Als der damals rauskam, war ich restlos begeistert von diesem vermeintlich jungen Whisky. Ich habe ihn dann 2-3 Jahre später probiert und war restlos enttäuscht. Also wenn das jetzt hier bei dem Stu Radu auch der Fall ist, dann werde ich wohl in Zukunft nur noch Bunners mit Altersangabe kaufen, weil irgendwo macht das ja dann auch keinen Sinn. Aber letztendlich mache ich das heute. Ich verkoste ihn nach 3 Jahren mal wieder, hatte ihn das erste Mal privat im Glas und ich teile euch jetzt einfach meine Eindrücke zu diesem Whisky mit. So, ich habe ihn auch schon mal von der Zeit eingeschenkt. Nicht gefärbt. Ja, ich würde jetzt sagen dunkles Gold, heller Bernstein. Hinten auf der Packung steht drauf, dass die Fässer irgendwie in einer Ecke des Lagerhauses gelegen haben, die wohl in Seenähe sind oder zumindest diese Ecke vom Lagerhaus ist sehr nah am Meer und dass man hier verschiedene Whiskys mit verschiedenen Altersangaben miteinander vermählt hat. Und da es in Schottland per Gesetz so ist, dass man immer das jüngste Fass in der Mischung mit Alter benennen muss, wäre jetzt beispielsweise ein 3-Jähriger drin und viele 12-Jährige, müsste man 3 Jahre aufs Etikett schreiben, macht man nicht, deswegen lässt man es ganz weg. Mal schauen. Also wie gesagt, als er rauskam, habe ich ihn verkostet. Ich fand ihn schön. Mal gucken, wie er jetzt nach 3 Jahren ist. Also die Trockenaprikosen, die ich damals in Perfektion hatte, habe ich definitiv nicht. Ich finde auch, der Alkohol ist spürbar. 46,3 ist ein erhöhter Alkoholgehalt, ist auf jeden Fall mehr als solche Standard-Whiskys mit 40 haben. Aber man riecht das. Also der Alkohol ist sehr deutlich. Er ist extrem getreidig. Aber ich finde auch die Gewürze nicht. Ich finde auch die Vanille nicht. Ich finde die leicht trockene Eiche nicht. Also hätte man mir den blind eingeschenkt, ich wäre niemals auf den Bunner hier gekommen. Er hat so einen Stich von Anis mit drin. Also man merkt in gewisser Art und Weise schon den Einfluss der Sherryfässer. Es ist ein bisschen was vom Sherry da, was sich in so einem Hauch von der Rosine äußert. Aber das ist ganz, 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 ganz unterschwellig. Ein bisschen deutlicher ist Anis. Aber ich habe ihn definitiv komplett anders in Erinnerung, was wahrscheinlich einfach über die Jahre der Qualität der Sherryfässer geschuldet ist. Es trinkt kein Mensch mehr Sherry.
Infolgedessen gibt es immer weniger Fässer und infolgedessen sind immer mehr sogenannte Seasoned Casks unterwegs. Fässer, die in Spanien in Küfereien gebaut werden aus frischem Holz. Dann gehen die Fässer in die verschiedenen Bodegas. Da wird dann mal für ein Jahr Sherry reingeknallt. Der Sherry wird nach dem Jahr in Gully gekippt. Die Fässer wandern nach Schottland. Das wird einfach nur gemacht, damit einfach mal Sherry in diesem Fass drin war. Ja, solche Fässer, wo jahrzehntelang Sherry drin war, die gibt es kaum noch, weil kein Mensch mehr Sherry trinkt. Deswegen mal so ein Anliegen von mir, holt euch mal ein Fläschchen Sherry, stellt es in den Kühlschrank, ein Oloroso, ein Fino, ein Pedro Ximenez, Amontillado, da gibt es ja so viele. Trinkt mal einen Sherry, ganz einfach, damit der Nachschub an Fässern gesichert ist. Aber ohne Scheiß, der Whisky ist ein Schatten seiner selbst. Ich muss es leider so ehrlich sagen, der gefällt mir auch nicht mehr. Als er rauskam, war er sehr geil und der ist ein Hauch von nix. Also dieser Newmake-Charakter in Form von diesem gebündelten Getreide und ganz, ganz zart der Sherry-Fass-Einfluss mit einem Hauch von Rosine und eben diesem Anis. Aber dass der jetzt komplex ist und an den Alten rankommt, Sanje. Der ist auch gar nicht süß. Also der ist eher sehr trocken im Mund. Malzig. Auch hier diese Spur von Anis. Hat mich auch ein Stück weit an diese Eisbonbons erinnert. Also ganz anders als der damals erschienen ist. Bisschen trocken wieder auch hier, es ist auch Eiche da. Also das ist die einzige Parallele hinten raus im Abgang, diese trocken werdende Eiche. Ja, die ist identisch, aber alles andere suche ich hier vergeblich. Ich habe hier keinen schönen Mix aus Süße und Würze. Keine trockene Aprikose. Schade. Also ist jetzt meine subjektive Meinung, ja. Vielleicht hört sich das jetzt hart an, aber ich empfinde den so ganz, ganz anders als damals, als er rauskam vor 3 Jahren. Ganz anders. Also zu Beginn im ersten Antritt schmeckt man auf jeden Fall die etwas jüngeren Fässer, weil der Whisky vom Geschmack her schon sehr gebündelt getreidig ist, einfach noch sehr viel Charaktereigenschaften von einem Destillat hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann Richtung Abgang merkt man, dass er schon in einem Fass lag. Ja, also er schmeckt jetzt nicht wie ein Newmake, man merkt schon, da ist eine gewisse Reifung da, da hat Reifung stattgefunden. Bisschen Anis. Ich würde jetzt nicht sagen, die Frucht, eine leichte Würze. Im Abgang kommt tatsächlich ein bisschen Eiche, was wahrscheinlich den älteren Komponenten in dem Whisky geschuldet ist, aber die waren wahrscheinlich eindimensional as fuck. Tatsächlich, also zu Recht haben die Menschen, denen ich zuletzt diesen Whisky empfohlen habe, aufgemerkt, ja, und haben gesagt, probier den doch nochmal. Ich glaube, der ist mittlerweile nicht mehr so, wie er damals war. Warum hast du uns denn empfohlen? Ich will nicht sagen, dass er scheiße ist. Ganz ehrlich ausgedrückt, Real Talk. Aber er ist definitiv nicht mehr so, wie er war, als er erschienen ist. Es ist auch verdammt schwierig jetzt, wenn man in einem Whisky-Fachgeschäft steht oder online shoppt, auszumachen, welchen bekommt man denn da, wenn man den jetzt bestellt, vor allem weil die Flasche eingefärbt ist. Man kann es jetzt auch nicht irgendwie von der Farbe abhängig machen. Deswegen ist es ganz schwierig, was bekommt man jetzt, von daher ein Pokerspiel. Ja? Wenn es wahrscheinlich ein Online-Shop ist, der jetzt nicht so krass frequentiert ist, kann es sein, dass man noch eine Abfüllung bekommt, die etwas älter ist, die auch meiner Meinung nach viel besser gereift ist, als das, was es jetzt aktuell gibt. Mir gefällt der gar nicht. Wirklich, mir gefällt er gar nicht im Vergleich zu dem, wie er mal vor 3 Jahren bei Erscheinen war. Von daher werde ich ihn jetzt auch in Zukunft leider nicht mehr empfehlen. Klingt hart, ja, ist vielleicht so, aber im Endeffekt, ich bin ehrlich, deswegen, wahrscheinlich guckt ihr auch deswegen meine Videos. Ich finde ihn aktuell nicht nice, also was soll ich da jetzt in Plattformen nehmen, ja. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Banner Heaven Stura Du unten in die Kommentare rein. Wie eurer ist, ob ihr einen daheim habt, der nice ist oder ob ihr einen aktuellen zu Hause habt, der okay ist, würde mich mal interessieren und vor allem, was ihr zu dieser Abfüllung an sich sagt. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!